richtig mal gesagt, Entwicklungssport. Ja, ist korrekt. Wir sind erst seit diesem Jahr richtig professionell unterwegs und ich glaube, bei uns besteht die Möglichkeit, sich international doch in die Spitze zu bringen, in relativ kurzer Zeit. Da sehen wir die Vorstellung, die aufgezeichnet wurde, die wir Ihnen jetzt sozusagen nachliefern. Spanierin war das, Cario. Maria Takas, die kennen wir auch schon, die Ungarin, 32 Jahre alt, die auch schon ein Routinier ist. Und da freuen sich jetzt natürlich die Fans hier in der Halle, denn das ist Karolina Lundahl. Karolina Lundahl, die Finnen. Also endlich haben die Finnen mal jemanden im Finale, im A-Finale. Amerikanerin sagen wir, Kara Heats. Und die Russin Vanera Mananova. Naja, gucken wir uns mal an, wer hier so mit für die Medaillen in Frage kommt. Sicherlich wieder die Chinesen oder die Chinesinnen besser gesagt. Das ist Xiao Yangao, die will bei 105 Kilogramm rauskommen, wenn 105 Kilogramm an der Hantel liegen. Damit puckert sie erstmal am höchsten hier beim Reißen. Und die ist sogar schon bei der Erwärmung, obwohl es ja sicherlich noch mindestens 20 Minuten dauern wird. Die Kollegen vom chinesischen Fernsehen, die ja auch live mit dabei sind. Also während wir ja, sage ich mal, in Europa ganz gut jetzt bei der Primetime dabei sind, gibt es ja die Zeit, Zeitverschub nach China, aber das ist ein Gewicht hier bei Land. Das war übrigens auch eine Frage, die wir bekommen haben. Warum haben die Chinesen so viel gute Gewichtheber? Tja, sehen wir nur mal an, dass das Volk ja etwas größer ist, auch schon. Ich sag mal, wir sind 80 Millionen Einwohner in Deutschland ungefähr, oder, wenn ich mich nicht irre. Und wenn wir da also ein paar Talente haben, dann vergleicht man das mal mit dem Milliardenvolk China. Klar, dass man da schon dann ganz andere findet. Wir sind im Aufwärmraum hier hin, wo also Bohlen ja provisorisch aufgebaut worden. Sie sehen es hier, diese Holzuntergrund, wo also Gewichte bereit liegen, wo sich warm gemacht wird. Und ich würde sagen, da der Wettkampf noch nicht begonnen hat, habe ich hier Besuch bekommen oder wir haben Besuch bekommen. Und der Epps, der gibt jetzt mal ganz kurz sein Sprechgeschirr weiter an Steffi Mantek, die hier ist. Ja, hallo Steffi, wir haben vorhin schon ständig von dir erzählt, als die A-Gruppe dran war. Du warst in der B-Gruppe, wir haben dich deswegen leider nicht gesehen. Wie warst du denn mit deinem Wettkampf zufrieden? Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich im Zweikampf schon zufrieden. Mit dem Reißen war ich nicht so sehr zufrieden, weil ja, nur ein es lief einfach Versuch. Nicht und nur eine war eben gültig. Aber wenn ich mir denke, das ist mein erster Wettkampf international ist, ja nach 3 Jahren bin ich schon sehr zufrieden mit 195. Und ich hatte ja noch Glück, ich bin ja noch 2 Plätze nach vorne gerutscht in die A-Gruppe rein. Darüber freue ich mich sehr und damit hätte ich auch nicht dieses Jahr noch gerechnet. 9. Platz, also auch so ein bisschen unglücklich. Wir haben es vorhin schon erklärt, der 8. wäre wichtig gewesen für die Sportförderung. Oder kann man da jetzt vielleicht noch ein bisschen auf Gnade hoffen in der Beziehung? Das weiß ich jetzt auch nicht genau, wie das dort gehandhabt wird, aber eigentlich ist A-Kader 1. bis 8. Platz auf der Weltmeisterschaft und da gibt es, glaube ich, auch nichts dran zu rütteln. Na, mal gucken, vielleicht setzt sich ja der Bundesverband Deutscher Gewichtheber noch ein, denn genau. Es war ja, wie gesagt, dein erster Wettkampf nach dieser langen Pause. Wettkampferfahrung sammeln ist genau. Sicherlich für dich so ein bisschen genau. das Thema. Nächstes Jahr bei der EM dabei? Auf jeden Fall. Und da hoffe ich, dass ich in der A-Gruppe starte. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Also, okay, schönen Dank, Steffi Mantek, die Ehefrau des Bundestrainers, die selbst also aktiv als Gewichtheberin ist. Schönen Dank. Wir geben das Mikrofon wieder weiter an Eberhard Deutscher. Und wir schildern Ihnen die ersten Versuche, die Amerikanerin, die hier als Erste kommt. Nämlich Kara Heats, die amerikanische Meisterin. 21 Jahre alt. Sie beginnt hier mit 92,5 Kilogramm. Und sie beginnt mit einem gültigen Versuch. Ja, sie ist sicherlich jetzt froh, den ersten Versuch bewältigt zu haben. Und sie muss sich doch noch ein bisschen steigern, wenn das noch ein paar Kilo mehr werden sollen. Ist übrigens erstaunlich, wie zahlreich die Amerikanerinnen hier vertreten sind. Das deutet doch auf eine gute Unterstützung in den USA hin. Das habe ich vorhin schon angedeutet, dass die Amerikaner unter professionellen Bedingungen auch arbeiten können, also auch vom Staat bezahlt werden.
und sogar Geld bekommen für Platzierungen noch extra, für Medaillen, aber auch für Platzierungen bis 8. Und eine Französin kommt. Kommt die Französin Line Marie. Ja, es war eine langjährige Konkurrentin von Monique. Sie hat den anderen Weg gewählt, ist eine Gewichtsklasse nach unten gerutscht und versucht nun hier Fuß zu fassen. Müssen wir also ausführlich für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, noch erklären, von Monique Riesterer, der deutschen Superschwergewichtlerin, der Europameisterin. Die Französin beginnt auch mit einem gültigen Versuch. Das hat man öfters gesehen, vorhin schon bei der Ungarin, dass sich immer die so ein bisschen zur Seite drehen. Wie passiert sowas? Ja, das ist eine nicht exakte Zugphase, wo einseitig doch die Hantel anders beschleunigt wird. Und diese Drehbewegung, die schon in der Zugphase eingeleitet wird, lässt sich dann beim Fixieren nur schwer korrigieren. Während hier bei uns schon wieder das Faxgerät klingelt, sage ich Ihnen schon mal, unser Zuschauerfax ist wieder geschaltet, jetzt also wieder aktiv. Gleich gebe ich Ihnen nochmal die Nummer durch, wer Anfragen oder Hinweise hat. Das ist die Russin. Die Russin, die mit 95 Kilogramm ihren Wettkampf begonnen hat, Vanero Mananova. Und bisher bei den wenigen Versuchen, die wir gesehen haben, nur gültige. So muss ein Wettkampf losgehen. Also ich sag's schon, halten Sie sich vielleicht etwas zu schreiben bereit. Gleich kommt nochmal unsere Faxnummer, gleich kommt nochmal unsere E-Mail-Adresse hier und wir sehen die Amerikanerin. Kara Heats. Die am zweiten Versuch 95 Kilogramm. Der Bundestrainer der Frauen sagte, die muss sich anstrengen, wenn sie den schaffen will. Aber... Jawohl, in der Beschleunigung deutlich besser. Die erste Nervosität abgelegt und ein gültiger Versuch für die Zweikampfwertung. Und ich kann Ihnen noch was erzählen. Es kann hier, das habe ich schon angedeutet und im Internet gelesen, vielleicht gucken Sie auch mal rein auf die Internetseite der Gewichtheber. Föderation hier der Weltmeisterschaft www.wwc98.com, also www.wwc98.com. Dort habe ich es gelesen vor ein paar Wochen und eben, dass ich das bestätigt, man kann hier tatsächlich wetten. Man kann wetten auf die Gewichtheberinnen, man kann wetten auf die Gewichtheber. Und wir haben gewettet. Wir haben gewettet heute Abend auf die Herrenkategorie bis 85 Kilogramm. Zumindest ich habe es gemacht. Ebert Deutscher wird es nachher auch noch machen, hat er gesagt in der Pause. Wo also die Huster, die Dimash, die Gardejew, die Zhang, die Kofalik, die Kuniev, die Sivinch an den Start gehen werden. Hartes Ding für Huster wird es auf jeden Fall. Jetzt zu ihr hier, zur Spanierin Monica Carrillo. Die beginnt auch mit einem gültigen Versuch. Sie also mit einem ersten Versuch über 97,5 Kilogramm. Ja, das ist eine gültige Wertung. Das ist eine Hausnummer, technisch ein gelungener Versuch. Und sie ist eigentlich eine Reißspezialistin. So, jetzt sehen wir die Ungarin Maria Takas. Und für Freunde, die Maria nicht kennen, sie wird eine ganz außergewöhnliche Technik zeigen. Und die Schuhe sind auch interessant bei ihr. Gucken Sie sich die Schuhe an, wenn wir sie gleich sehen werden. Die Technik ist sicherlich nicht ganz einfach und immer im Grenzbereich, was die Armstreckung anbelangt. Und gucken Sie sich auch, schade, wenn sie einen gültigen Versuch macht, wollte ich sagen, das Absetzen der Hantel an. Auch das ist immer interessant bei Maria Takas, die schon lange dabei ist, die 32 Jahre alt ist, die Ungarin. Jetzt sage ich Ihnen unsere Faxnummer. Viele haben sie schon. 0035 83 78 26 017. Also direkt hier in Finnland in der
Gewichtheberhalle auf unserem Kommentatorenplatz steht unser Faxcomputer 0035 83 78 26 017. Und unsere E-Mail-Adresse lautet, das Fax ist nicht immer geschaltet, sondern nur während über unserer Übertragung, aber Sie können uns auch E-Mails schicken, eurosport_lahti@yahoo.com. Und jetzt wird sie wieder rausgeschickt. Die Maria Takas muss an diese 97,5 Kilogramm noch einmal ran. Im zweiten Versuch mit dieser ungewöhnlichen Technik, die sie benutzt. Mit diesen ungewöhnlichen Schuhen. Also sie trägt keine Gewichtheberschuhe, wobei das aber auch mit der Technik zusammenhängt, oder Epps? Denn richtig mit dieser harten Sohle, Gewichtheber-Sohle, kann man das doch gar nicht machen. Also das... Schwierig zumindest. Wir warten das mal ab schnell. Oh, genau, exakt. Oh, ich glaube... Nee. Hat sie daneben? Doch, sie hat sie auf der Heberbrille abgesetzt. Ist okay, die ist dann weggerollt. Gut. Ist in Ordnung, kein Problem. Die Schuhe, das stammt, also sie kommt aus diesen, wer sich da auskennt, aus vom Rasenkraftsport. Dort werden diese, sage ich jetzt mal, leichten Schuhe benutzt und sie wollte sich einfach nicht mehr umstellen. So würde ich das mal sehen. Die normalen Gewichtheberschuhe sind für diese Technik kein Hinderungsgrund. Maria Takas also, ungewöhnliche Schuhe, ungewöhnliche Technik, aber erfolgreich Europameisterin geworden in diesem Jahr. Kara Heats, die Amerikanerin mit ihrem dritten Versuch, 97,5 Kilogramm. Das ist schon seltsam, dass gerade die Europameisterin hier mit einem ungültigen, dem einzigen ungültigen Versuch hier rausgekommen ist. Die Amerikanerin freut sich. Sie freut sich darüber, dass sie hier im dritten Versuch die 97,5 Kilogramm schafft und damit offensichtlich voll im Plan liegt. Das, was sie hier also erreichen wollte. Sie weiß, dass sie hier keine Medaille holen kann. Sie will einfach nur ihre Leistung nachweisen, die sie im Training vorbereitet hat. Und das macht sie auch. So. Jetzt kommt die Hand zur Seite etwas weg, aber sie schafft's. Und wir machen eine ganz kurze Pause. Da kommen wir rechtzeitig, um uns die Zeitlupe nochmal anzugucken von er hier. Von Shufenkuo. Die 100 Kilogramm hat auflegen lassen auf die Hantel und gucken Sie, was passiert ist. Ungültig. Ja, sie zieht sehr stark über die Oberschenkel hoch in die Hüfte hinein und schleudert die Hantel. Da bestand kaum eine Möglichkeit, die Hantel zu fixieren. Die Türkin kommt, Sule Sabas. 100 Kilogramm, ihr erster Versuch. Ich nenne auch hier schon mal den Weltrekord. Wir sind bei 100 Kilo, der Weltrekord bei 111,5. Haben Sie gesehen, sie hat angehoben, ist aber kein Problem. Die Hantel war noch nicht über den Knien, deswegen fängt sie nochmal an und macht einen gültigen Versuch. Ja, sowas ist eigentlich ungewöhnlich, dass man vorher versucht, nochmal die Hantel etwas anzuheben. Aber am Ende hat sie den Versuch geschafft. War zwar nicht brillant, aber gültig. Und jetzt wird es hier bestimmt laut in der Halle. Hören Sie mal, jetzt kommt die Finnin, jetzt kommt Carolina Lundahl. In ihrem ersten Versuch 100 Kilogramm. Sie ist auch eine Spezialistin, die sich verbal unheimlich versucht zu motivieren und eigentlich eine Reisspezialistin. Sie hören vielleicht unseren finnischen Kollegen nebenan, den Eurosport-Reporter von Finnland. Der wird jetzt natürlich auch lauter als sonst bei ihr hier, bei Carolina Lundahl mit Doppel-I. Und sie macht den ersten Versuch, 100 Kilogramm gültig für sie. Die Finnin, die Frau aus diesem Land, in dem wir hier zu Gast sind mit der Weltmeisterschaft 98. Ja, der Versuch war sicher, sicherlich nicht so explosiv. Sie muss bestimmt noch ein bisschen auflegen in der Beschleunigung, um sich weiter steigern zu können. Weiter geht's mit Tanko. Ilona Tanko.
aus Ungarn. Auch sie beginnt mit 100 Kilogramm. Ja, sie hat ihr Outfit etwas verändert gegenüber der Europameisterschaft. Damals hat sie noch richtig blonde Haare gehabt. Oh, schade eigentlich. Ja, das Abheben war schon ziemlich schwer und da konnte sie oben keinen mehr draufsetzen, der zu einem gültigen Reißversuch geführt hätte. Zwei Frauen wollen, oder eine will mit 105 Kilogramm beginnen. Wir sind aber bei 100 Kilogramm, deswegen zweiter Versuch für Ine Marie aus Frankreich. 95 Kilogramm im ersten Versuch geschafft. Ah, das wären schon für sie ganz vernünftige Regionen. Die hat sie noch nicht oft gerissen. Und das war auch nichts. Nach hinten geht ihr die Hantel weg. Und das lag nicht am Gegenwind. Nein, das war ein technischer Fehler. In der Slow Motion werden wir es bestimmt sehen. Sie hebt nicht aus dem Bein ab. Erst kommt der Hintern. Und damit gerät die Hantel auf die, in eine kurvige Bahn und die kann sie nicht fixieren. Ist auch schon lange dabei gewesen, aber jetzt kommt die Russin. Sie am zweiten Versuch, Mananova. Auch bei ihr geht es in Bestleistungsbereiche. Und Venera Mananova, leider nichts. Ich glaube, sie ist eine erfahrene Heberin, das hätte nicht passieren dürfen, die muss man fixieren, die Last. Bei der Europameisterschaft in Prag 96, da ist sie geplatzt. Da hat sie die 95 Kilogramm, die sie im ersten Versuch geschafft hat, dreimal nicht geschafft. Jetzt hat sie zumindest schon einen gültigen Versuch. Und wir gucken, was die Spanierin macht, was Monica Carrillo macht. Und auch die ist schon lange dabei, auch die hat schon einige Erfolge sammeln können. Im Juniorenbereich, bei EU-Cups, also Cups der Europäischen Union, die mal geschaffen wurden, damit die westeuropäischen Heber und Heberinnen auch zu Medaillen kommen. Und sozusagen der Ostblock nicht dabei war. Monica Carrillo, die Spanierin. Ja, das war wirklich ein technisch guter Versuch und da sieht man ein bisschen die Handschrift des ehemaligen kubanischen Trainers, der schon über 10 Jahre in Spanien gute Arbeit leistet. Kilogramm nach wie vor auf der Hantel Shufen Ku. Sie hat diese 100 Kilogramm im ersten Versuch nicht geschafft. Sollte eigentlich für sie kein Problem sein, aber wie gesagt, Weltmeisterschaft ist immer anders. Vize-Weltmeisterin 94 gewesen. Und guck an. Oh nein, was hat sie für ein Pech? Was hat sie für ein Pech beim Aufstehen? Eigentlich dachten wir, die hat sie ganz sicher über dem Kopf, steht ganz sicher auf und dann musste sie loswackeln und was ist dann passiert? Ich glaube, die hat sich ein bisschen wehgetan am Ellbogen, denn sie hat doch eine, sagen wir mal, eine leichte X-Stellung des Armes, das sehen wir hier und das kann schon mal wehtun. Und hier sieht man, wie die Hantel rausgeht. Ilona Danko. Ungarin jetzt als nächste, die auch an den 100 Kilogramm gescheitert war, die jetzt also mohrrübenblonde Haare hat. Mit einem einzigen Versuch, mit dem ersten über 100 Kilogramm, wurde sie Europameisterin in der Teildisziplin Reißen. Sie kommt auch beim Aufstehen zu weit nach vorn. Jetzt muss sie natürlich aufpassen. Diese 100 Kilogramm, die braucht sie. Und mit den 100 Kilogramm wird sie sicherlich hier keinen Blumentopf gewinnen. Nicht so leicht wie ein Riesa, der am Ende Vize
Europameisterin war bei der Europameisterschaft, also in diesem Jahr. Ja, das war auch technisch schlecht im zweiten Zug. Zu weit vom Oberkörper weg und damit große Probleme, sie zu fixieren, und am Ende schafft sie es nicht. Jetzt sehen wir nochmal die Maria Takas. Maria Takas, bei der Europameisterschaft in Riesa sahen wir auch Erika Takas, die übrigens genau die gleiche Technik benutzt. Hier kommt noch. Am Sonntag. Kommt also dann im Superschwergewicht. Schade. Das ist ungewöhnlich. Sie hat, eigentlich kann sie immer im Reisen etwas vorlegen, um dann sich vorn zu platzieren, aber heute scheint nicht ihr Tag zu sein. Naja, so oft hat sie die 100 Kilogramm nur auch noch nicht gerissen. Also in Chiang Mai im letzten Jahr war das einmal der Fall. Sonst war schon bei ihr immer bei 97,5 Kilogramm Schluss. Und das schon seit Jahren, das seit 95. Europameisterschaft, Beersheba. Lien Marie, die Französin. Ja, die 100 Kilo scheinen hier doch eine magische Grenze zu sein. Da stehen wirklich schon einige rote Zahlen bei uns hier auf dem Computer. Das immer bedeutet ungültiger Versuch. Einzig und allein Monika Carrio hat sie geschafft. Auch sie schafft sie nicht. Die Französin, die also damit auch nur 95 Kilogramm in die Wertung bekommt. Ja, wir sehen hier einen ungewöhnlichen Ausbruch, aber am Ende ist man selbst schuld an so einer Situation. Wenn man dann so eine Last rangeht, muss man die einfach durchziehen und sich vorher überlegen, was man will. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was sie hier macht. Kuh, Schufen-Kuh. Zweimal nicht geschafft, die 100 Kilogramm. Und jetzt? Das ist die Frage. Nerven braucht sie in erster Linie dafür. Nerven bei zwei Fehlversuchen. Bei der Gefahr zu platzen, kein Resultat zu machen. Damit auch kein Zweikampfresultat zu bekommen. Die Vize-Weltmeisterin von 1994. Nein. Nein, das ist tragisch, das ist traurig. Und auch das war nur ein technischer Fehler. Ja, wir gucken uns jetzt nochmal die Slow Motion an. Von vorn ist das immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, woran es liegt. Sie kommt nicht. Na gut. Sagen wir sie. Shufen Ku war das, Verzeihung. Xiuhan Gao war das, die Chinesin. Jetzt Ilona Danko. Auch sie. Tja, auch bei ihr geht es jetzt um die Wurst. Überleben im Zweikampf oder nicht? Genau, 100 Kilogramm, zweimal schon nicht geschafft. Die Vize-Europameisterin. Nein. Nein, auch sie kein gültiger Versuch. Auch sie schafft hier ihren Anfangsversuch im Reißen nicht. Dreimal ungültig und damit schon garantiert kein Zweikampfresultat. Und das ist klar, dass sie jetzt traurig ist und hier in Tränen ausbricht. Tja, doch sehr hoch gepokert im Kampf um die, vielleicht um die Medaillen, und nichts gewonnen. Das sollte man eigentlich versuchen zu vermeiden als Trainer und auch als Sportler. Wer hat diese 100 Kilogramm geschafft? Die Türken, die Finnen. Jetzt kommt Mannanova, Venera. Mannanova, die Russin, mit ihrem dritten Versuch über 102,5 Kilogramm. Das ist interessant. Auch sie hat die 100 Kilogramm nicht geschafft. Sie hat also hochgesteigert. Da haben die Trainer gesagt, du kannst eigentlich mehr. Wir gönnen dir ein bisschen mehr Ruhe. Aber nichts da. Aber nichts da. Auch jetzt ungültig. Damit nur 95 Kilogramm in die Wertung für die Russin. Tja, sie hatte schon die 100 Kilo überzogen, wenn man das mal so ausdrücken will. Und dann ist es immer so eine Frage als Trainer. Steigert man oder nimmt man die gleiche Last nochmal? Also hier hat man sich für die Steigerung entschieden. Offensichtlich sind das doch technische Mängel. Aber Monika Carrio wird es vielleicht besser machen.
Schade. Auch sie war eigentlich schon fast drunter. Sah von vorn zwar nicht so gut zu sehen, vielleicht so aus, als wenn sie ein bisschen vorn standen, aber letztlich keine Chance gehabt, überhaupt mit der Last aufzustehen. Damit auch ungültiger Versuch für sie. Ja, Ron hat recht. Also es war keine Frage der Zughöhe. Sie ist etwas leicht nach hinten weggesprungen und damit bekommt sie die Hantel nicht über den Körperschwerpunkt. Und jetzt kommen 105 Kilogramm auf die Hantel und jetzt kommt Cia Wangao, die Chinesin. Die Chinesin beginnt jetzt also ihren Wettkampf mit diesen 105 Kilogramm. Und ich erinnere noch einmal daran, der Weltrekord, der steht bei 111,5 Kilogramm in dieser 45er Kategorie, übrigens noch gar nicht so lang, erst am 20. September in diesem Jahr aufgestellt, von einer Landsmännin von ihr, von La Cao. Und na guck mal an, auch die ist mit diesem Virus infiziert worden, auch sie macht ihren ersten Versuch ungültig. Tja, das sieht sehr rot aus an der großen Anzeigetafel hier in der Halle, also das ist schon ein bisschen ungewöhnlich für eine A-Gruppe bei einer Weltmeisterschaft. Gucken wir doch mal, was jetzt die Finnin hier für Chancen hat. Die Carolina Lundahl. Oh Gott, was wird hier losgehen, wenn die gleich rauskommt und an diese 105 Kilogramm rangeht und das vielleicht noch gültig schafft. Aber vorher erst noch sie hier, die Türkin. 105 Kilogramm für Sule Sabas. Tja, 105 Kilogramm, das sieht nach einer Medaille aus, wer die reißt. Dann müssen wir auch schon ein bisschen aufs Körpergewicht gucken. Sabas. Schade. Damit müssen wir bei mir erstmal nicht aufs Körpergewicht gucken. 74,08. Ich sag's nur mal für alle, die vielleicht zu Hause mitschreiben. Und jetzt wird's hier laut. Jetzt kommt Carolina Lundahl, jetzt kommt die Finnin. Und wenn sie diese 105 Kilogramm reißt, dann hat sie eine Medaille sicher. Dann hat sie eine Medaille sicher. Hier in dieser Teildisziplin. Reißen. Welche? Das müssen wir gucken. Aber ich glaube, es wird sehr schwer, die 100 Kilo. Da muss jetzt wirklich deutlich mehr passieren. Unten weg schon ein bisschen mehr Dampf. Hat um 5 Kilogramm gesteigert. Sucht also das Risiko. Sucht die Herausforderung. Will die Medaille. Alles oder nichts. Und nichts, schade. Oh, das war knapp, aber wir haben gesehen, sie kann sich steigern an der Last und die sind noch möglich. Sie hat ja noch einen Versuch, einen hat sie noch. Wütend geht sie von der Bühne und motiviert sich selbst schon für den nächsten Versuch, wenn sie dann gleich nochmal ran muss. Aber ein anderer muss auch nochmal ran an diese Last. Puh, ist das spannend. Und wenn wir uns das angucken, Kilogramm hat Monika Cario geschafft bisher. Tja, wenn hier jetzt jemand noch aussteigt, reicht das sogar noch für eine Medaille. Guck mal an. Und schon kurios. 80. Ich rechne gerade das Gewicht nach, während Sie hier die Chinesin sehen, die Favoriten. 74,36. Schade, die Finnin schwerer als die Spanierin. Nix da! Oh, kriegt sie das große Flattern hier? Die Chinesin, ich sag's doch, da hinten muss irgendeiner ein Glas aufgemacht haben und da ist der Virus entwichen, der sie alle angesteckt hat. Die Danko, die Ilona Danko, die Ungarin, die geplatzt ist. Die Shu Fen Ku aus Chinese Taipei, die geplatzt ist. Und jetzt auch die große Favoritin, die Chinesin. Erstmal kommt Sule Sabas. Türken, 74,08 ihr Körpergewicht. Auch sie leichter als Carolina Lundahl. Auch sie hat erst 100 Kilogramm zu Buche stehen, liegt also vor der Finnin. Musik
Puh, wird das knapp. Jetzt sind wir ja mal gespannt. Nichts da. Auch nichts. Ich sehe fast nur Rot auf unserem Tableau. Wir müssen uns entschuldigen im Namen dieser Damen, dass man so wenig gültige Versuche jetzt zuletzt gesehen hat. Und jetzt weiß man. Für Caroline Lunda, die kann sich jetzt vielleicht sogar den Weltmeistertitel holen. Wollte ich gerade sagen, sollte das vielleicht sogar noch Gold werden können. Aber dazu muss sie diese Last machen. Dazu muss sie diese Last machen. Ich glaube, jetzt packt sie da. Sie ist unheimlich motiviert. Die ganze Halle steht hinter ihr. Die beiden, die diese 100 Kilogramm geschafft haben, sind leichter als sie. Die Spanierin, die Türkin. Das heißt, wenn die Chinesin platzt, hat sie Bronze. Wenn sie das Ding jetzt hier macht, dann kriegt sie vielleicht sogar Gold. Mindestens Silber. Ja, die Chinesin ist leichter. Jetzt konzentriert sie sich und sie weiß, dass jetzt hier gleich die Halle Kopf stehen wird, wenn sie diese Last, diese 105 Kilogramm schafft. Und wir drücken mit ihr die Daumen. Jetzt steh auf, Mädel. Ist das etwa der Weltmeistertitel? Das wissen wir nicht, denn die Chinesin kommt ja noch. Aber das ist Silber mindestens. Na, guck mal an, Caroline Lundahl, die Finnin hier im A-Finale. Und sie macht das natürlich auch fertig. Die jetzt weiß, die Xio Yang Gao, sie hat nur noch einen Versuch und war bisher ungültig. Ja, etwas nach hinten gekommen, die Handel, aber kämpferisch gut ausbalanciert. Und der Trainer so da, als wenn es gar nichts ist. Ja, und sie kann sich auch unheimlich freuen. Wunderbar. Wir freuen uns auch für Carolina. Ich glaube, es ist auch für die Weltmeisterschaft hier in Finnland eine sehr schöne Sache. Und jetzt gucken wir mal. Oh, vielleicht lag es an den Nerven von der Chinesin, dass das Ding jetzt hier geklappt jetzt hat. Jetzt sehe ich es ja erst. Die Halle ist ja wirklich fast voll. Nur ganz wenige leere Plätze. Und jetzt sehen wir sie, jetzt sehen wir die Chinesin, jetzt sehen wir Xi Ao Yang Gao. Und wir wünschen keiner Athletin was Schlechtes, aber wir gönnen natürlich der Finnin hier die Goldmedaille. Dieser ersten Teildisziplin. Nichts da! Finnland hat eine Goldmedaille! Finnland hat eine Goldmedaille. Die Chinesin hat zu hoch gepokert. Sie ist geplatzt. So wie drei Damen überhaupt in dieser A-Gruppe. Und Finnland hat Gold. Und Caroline Lunda, die Finnin, liegt damit auch natürlich vorn, was den Zweikampf betrifft. Ich weiß nicht, wie sie stoßen kann, aber sie hat natürlich schon erstmal einen Vorsprung von 5 Kilo. Das Körpergewicht noch nicht berücksichtigt. Das ist natürlich eine tolle Sache für die Finnen hier. Mann! Ich glaube, das wird im Zweikampf, in der Endabrechnung noch ein ganz harter Kampf. So, was ich von Carolina kenne, ist so, dass es so Richtung 125 Kilo gehen kann. Und da werden sich einige noch mit zu Wort melden, um ihr den Titel streitig zu machen. In Istanbul 94, da hat Carolina Lundahl, als die Vize-Weltmeisterin wurde, 127,5 gestoßen. In diesem Jahr in Riesa allerdings nur 107,5 Kilogramm. Da bin ich ja mal gespannt. Guck an, die Favoritin ist erstmal gestorben, wenn ich so sagen kann. Favoritensterben war es. Die Chinesin Xiao Yan Gao geplatzt. Die Frau aus Taipei, Shu Fenku, geplatzt. Lahti zur Weltmeisterschaft, zu einer außerordentlich spannenden Entscheidung. Zur Damenkategorie bei dieser Weltmeisterschaft im Gewichtheben. Klasse bis 75 Kilogramm. Und was gab das eben für eine Überraschung? Und was gab das eben dir für einen Jubel? Schon wieder live beim ersten Versuch der Russin bei Mananova. Es war 100 Kilogramm. Was war das eben für ein Ding, als die Finnin, als Carolina Lundahl sich den Weltmeistertitel holte? Dazu aber gleich nochmal mehr, für alle, die es nicht gesehen haben. Während sich die Russin offenbar verletzt hat. Hüfte, Oberschenkel. Vielleicht auch nur ein kleiner Krampf. Ja, sie hat offensichtlich ein paar Probleme an der Hüfte. Deshalb wahrscheinlich auch dieser relativ niedrige Anfangsversuch. Mal sehen, ob noch die Chance besteht, einen zweiten oder dritten Versuch zu stoßen.
So, unser Fax ist wieder geschaltet, es kann wieder losgehen. Wir haben noch zwei Fragen, die wir jetzt vielleicht hier, wenn es noch nicht spannend wird, beantworten können. Erste Frage, wann werden die Athleten gewogen, Eberhard? Ja, die Athleten werden am Wettkampftag, 2 Stunden vor Wettkampfbeginn gewogen. Also nicht wie im Boxen, ein Tag oder mehrere Tage davor. Das ist natürlich hart, weil man dann nur 2 Stunden Zeit hat, sich zu regenerieren, sich wieder zu sammeln, wieder was zu essen, was zu sich zu nehmen. Was essen denn die meisten? Ja, ich meine, dann kann man natürlich keine schwere Kost mehr zu sich nehmen. Es geht mehr über Mineraltrinks, um den Mineralhaushalt zu sichern und dann energiereiche Kost, kohlenhydratreiche Kost, um Energiereserven für den Wettkampf zu haben. Und die Gruppeneinteilung, das war die nächste Frage. Wir haben es in den letzten Tagen schon ein paar Mal genannt, da es eigentlich auch ein Kritikpunkt ist von uns, wie die Gruppen eingeteilt werden. Wir gucken jetzt erstmal, was Kara Heats hier macht mit ihrem ersten Versuch. Die Dicke. Ja, ist das? Sie war aber nicht im Wettkampf, oder? Moment, wir sehen ja jemanden durch die Halle gehen. Entschuldigung, wenn wir hier ein bisschen gucken, was sonst noch so in der Halle passiert. Wir hatten schon Angst, dass die Chinesin aufgegeben hat. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Ha, haben Sie die Technik gesehen von der Amerikanerin, von Kara Heats? Zu der Besonderheit wird auch Eberhard Deutsche, der deutsche Bundestrainer der Frauen, mal was sagen. Ja, das ist eine, sagen wir mal, ein bisschen Kompromiss. Wir haben den, wer zurückliegend die Übertragung gesehen hat, den Chinesen in dem Mittelgewicht gesehen, der in die tiefe Hocke runtergeht. Und das ist so ein Kompromiss dazwischen. Ich sag mal so, es ist meiner Ansicht nach schon etwas günstiger, im Ausfall zu stoßen oder man hat die Kraftreserven, um wirklich in die tiefe Hocke runterzugehen. Hier braucht man deutlich mehr Beschleunigung, um die Hantel über den Kopf zu fixieren. Aber einer, der das sehr gut beherrscht, das ist Pyrrhos Dimas, der Grieche, ja, der also damit schon 2 Olympiasiege sich geholt hat und etliche Weltmeistertitel. Der große Konkurrent von Mark Huster heute Abend. Wenn sozusagen auch aus deutscher Sicht die Show startet. Mit Huster heute, mit Caruso morgen. Das Ganze übrigens dann auch morgen nochmal im ZDF Sportstudio, kann man auch mal sagen. Schön, dass die Kollegen vom ZDF hier sind. Ist ja auch nicht so oft der Fall. Gleich kommt unsere Faxnummer nochmal. Gleich sage ich sie Ihnen. Und dann können Sie uns Ihre Fragen oder Ihre Anregungen, Ihre Hinweise faxen. Ja, Ron hat vorhin schon mal kurz was zur Gruppeneinteilung gesagt. Es wird immer sehr hoch gemeldet an den Veranstalter. Und nach diesen Meldungen wird dann einfach eingeteilt, so wie die ankommen, ob diese Leistungen schon mal produziert wurden oder nicht. Also man muss es mal ganz konkret sagen. Dort kommen die Trainer an und sagen, mein Sportler, meine Sportlerin macht so und so viel Kilogramm im Zweikampf. Und diese Resultate, die rein fantastisch oft sind, Resultate, die meisten noch nie geschafft haben. Daran werden dann die Gruppen eingeteilt. Das ist mal, mit Verlaub gesagt, völliger Blödsinn. Man stellt sich vor, man kommt zur Leichtathletik-WM und dort kommen die Trainer an und sagen, meine Athletin, die läuft 10 Sekunden und meine läuft 8 Sekunden und meine läuft 6 Sekunden über 100 Meter und danach wird dann das Finale eingeteilt. So ist das also hier, weil es keine Art der Qualifikation gibt. Man kann nicht 2 Wettkämpfe kurz hintereinander machen oder sowas. Aber man muss sich dringend was einfallen lassen in Sachen Qualifikation. Monica Cario kommt, die ja, Silbermedaillengewinnerin im Reißen, die also vom Favoritinnensterben hier profitiert hat. Sie kommt jetzt mit 112,5 Kilogramm ersten Versuch. Ja, wir sehen es, sie hat schon etwas Probleme beim Aufstehen aus der Hocke. Aber gut im Ausstoß, die Frau aus Spanien. Ja, ich hatte es zurückliegend schon mal gesagt. Oft ist es so, dass Sportler, die im Umsetzen etwas Probleme haben, dann im Ausstoß ziemlich gut zurechtkommen. Jetzt kommt noch einmal unsere Faxnummer. Ach, alle, die Tage jetzt schon bei uns dabei waren, die können sie nicht mehr hören. Aber ich sag's einfach mal für alle, die neu dazukommen. Und heute Abend auch beim Huster werde ich es nochmal sagen, denn da sind garantiert noch viel mehr Leute dabei. 0035 83 78 26 017. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, eurosport-lachti@yahoo.com. Und jetzt geht's mit Line Marie, der Französin,
weiter, die, obwohl sie nur einen gültigen Versuch am Reißen hatte, diese 95 Kilogramm, ja, den siebten Platz erreicht hat. Ja, sie ist auch eine Sportlerin, die immer Probleme beim in der Teildisziplin stoßen hat. Mal sehen, wie sie heute hier mit dem Ausstoß zurechtkommt. Steht lange da und bringt aber diese Last zur Hochstrecke. So hoch, diese 115 Kilogramm, der erste Versuch für die Französin. Ja, hatte leichte Probleme beim Fixieren, aber am Ende gültig, ohne technischen Fehler. Ich habe es vorhin mal ganz leicht angedeutet. Hier direkt in der Halle ist ein Wettschalter. Da kann man also wetten. Da kann man wetten, auch auf den Wettkampf heute Abend, auf die Klasse bis 85 Kilogramm. Und ich sage Ihnen vielleicht mal, wie die Quoten stehen. Die geringste Auszahlung gibt es also für die Reihenfolge erster Dimash, zweiter Huster. Und dann schon in der Gunst der Wetter am zweithöchsten bewertet die Reihenfolge Huster. Dann Dimash. Wir verraten nicht, was wir gewettet haben. Aber vielleicht können sich einige denken. Und auch der Chinese Zhang wird hier hoch gewettet. Jetzt sehen wir sie, jetzt sehen wir Kara Heath mit ihrem zweiten Versuch über 115 Kilogramm. Oh, und sie muss auch tief runtergehen hier. Jetzt muss sie noch den Fuß nachziehen. Genau, er bekommt sie nicht, die Erlösung von den Kampfrichtern. Da konnte sie Pokerface machen, wie sie wollte. Man hat ganz klar gesehen, dass der Fuß noch hinten stand. Und die müssen beide nebeneinander stehen. Also für mich war jetzt erstaunlich, war nicht so souverän umgesetzt. Aber wie sie dann nach dem Fixieren über dem Kopf beim Ausstoßen dann noch aus der Hocke hochgekommen ist, das ist ja erstaunlich. Jetzt gucken Sie mal, wie tief sie runtergeht. Zack! Jetzt klebt sie fast so tief drin wie der Chinese, den wir gesehen haben. Und jetzt muss sie den Fuß nachziehen. Jetzt erst ist der Versuch gültig. Ich sag mal so, von der Ökonomie der Bewegung her sicherlich die effektivste Technik. Aber sie erfordert eben doch eine Menge Kraft und unheimliches Handelgefühl. Die Spanierin mit ihrem zweiten Versuch 117,5 Kilogramm. Die klammern sich jetzt natürlich alle hier an ihre Chance, ja auch ein gutes Zweikampfergebnis hinzubekommen. Denn drei Damen, drei Mitfavoritinnen haben ja kein Zweikampfergebnis am Ende, da sie im Reißen geplatzt sind. Nein, das war nichts. Dieser zweite Versuch, 117,5 Kilogramm, leider ungültig. Vielleicht gucken wir mal mit auf die besten Ergebnisse der B-Gruppe. Da stehen immerhin schon 215 Kilo. Und die sind auch von Monika Cario jetzt nicht erreicht worden. Also sie muss sich noch strecken. Wie groß sind die Gewichtheber? Wie groß sind die Gewichtheberinnen? Waren hier gefragt. Also mal vielleicht mit einem Extrem angefangen, mit Halil Mutlu. Dem 1,50 hat er mir letzte Nacht gesagt, der kleine Türke. Ja, wir haben letzte Nacht wieder diskutiert mit den Türken. Ne? Bei Intellektuellen sagt man ja diskutieren und nicht saufen. Aber Epps, wir können das ja heute Abend noch ausdiskutieren. Ja, das ist sicherlich, das wird jeder begreifen, dass das natürlich von dem Körpergewicht mit abhängt. Aber die Größe, das Körpergewicht beinhaltet, das ist ganz klar. Und da gibt es eben die Kleinen. Und die Superschweren, sage ich mal so, die gehen dann los ab 1,80 Meter und aufwärts in der Länge. Aber direkt richtig große Gewichtheber, sagen wir mal 2 Meter, die gibt es ganz selten. Ich kenne eigentlich nur einen, ich weiß nicht, ob er jetzt in Superschwer aufgerückt ist, einen Chinesen, der fast 2 Meter ist und ein ganz exzellenter Reistechniker ist. Die meisten also, die können einem unter dem ausgestreckten Arm durchlaufen. Woher gucken Sie mal hier, sie ist ganz schön groß gewachsen eigentlich, die Maria Takas, die wir hier sehen, die Ungarin. Nee, der Trainer ist etwas kleiner. Also, optische Täuschung. Carolina, 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 Carolina.
Eine Frage, die wir schon mal bekommen haben hier. Was war Drücken und seit wann gibt es das nicht mehr? Frage kommt aus dem Vogtland. Ja, das Drücken ist 1972 bei den Olympischen Spielen das letzte Mal bei einer internationalen Meisterschaft im Programm gewesen. Es gab viele Begründungen, warum es das nicht mehr gibt. Ich sag mal einfach, die Wettkämpfe waren zu lang, zu unattraktiv und die Bewertung zu diffizil. Deshalb ist es aus dem Programm ausgeschieden. Was war das Drücken? Es ging einfach darum, die Hantel von der Brust aus ohne Körperschwung nach über den Kopf zu fixieren. Gut, gibt es also nicht mehr. Frage hoffentlich beantwortet. Und auch im Vogtland wartet man sicherlich schon auf den Wettkampf heute Abend. Wir gucken uns jetzt erstmal noch die Spanierin an. Monica Carrillo mit ihrem muss sie jetzt stoßen, dritten und letzten Versuch. Die braucht sie auch für den Zweikampf und sie schafft's. Und da jubeln auch die Trainer in der Ecke und auch das Publikum. Hier freut sich mit ihr, wobei richtige Freude hier wird man erst wieder sehen, wenn die Finnin rauskommt, dann tobt hier wieder die Halle unterhalb der großen Skisprungschanzen von Lahti, nicht weit weg, maximal 5 Minuten zu Fuß. Tja, das ist erst einmal die Führung. Ob es zu einer Medaille reicht, ich glaube es nicht. Da ist sie, Maria Takas, die Ungarin. Nur ein gültiger Versuch im Reißen, 4. Rang für sie. Und jetzt gucken Sie sich diese Technik an, die sie hat beim Stoßen. Auch das ist interessant anzusehen. Ja, dieses Umsetzen, was sie uns jetzt gleich zeigen wird, birgt ein gewisses Risiko, wenn die Hantel nicht hoch genug gezogen wird. Muss sie sie dann zurechtschieben und das kann... Haben Sie das gesehen? Und sie geht gar nicht richtig runter in die Knie. Der Ausstoß. Oh, darf sie das nochmal machen? Für mich ist es ungültig und das Abzeigen kam. Genau, das ist das. Es war also sozusagen begonnen, der Versuch des Ausstoßes. Und damit kam das Absignal und damit kam das Signal ungültig für sie. Also es war der deutliche Versuch des Anstoßes zu sehen. Und die Kampfrichter haben das auch so gewertet. Wo bekommt man die Ergebnisse der B-Gruppen her? Am besten, tja, wenn Sie einen Internetanschluss zu Hause haben, www.wwc98.com, da kann man reingucken. Dort sind alle Ergebnisse drin, auch die Klasseneinteilung dann für die nächsten Wettkämpfe. Wenn nicht, dann sieht es eher schlecht aus. Die Türkin, 120 Kilogramm, ihr erster Versuch. Haben Sie das gesehen? Das, was sie eben gemacht hat, das ist typisch und auch legal, dass man nochmal die Hantel so ein bisschen hochschleudert. Das war noch nicht der Versuch des Ausstoßens. Das macht auch ein Markuster. Und da waren sie auch wieder sehr gnädig, die Kampfrichter eben. Denn sie ist eigentlich noch rumgetänzelt, als schon das Absignal kam. So wie unseren Zuschauer darauf aufmerksam macht, dass überhaupt sehr großzügig gewertet wird hier. Ob das wohl ein Vorbild für die Jugend ist? Tja, wir haben ja auch schon manches Mal gesagt, hier wird ab und zu ein Auge zugedrückt, doch die Mehrzahl der Kampfrichterentscheidungen war eigentlich, sag ich mal, nachvollziehbar. Ich glaube, die Kampfrichter ziehen hier eine Linie durch, die am Ende beim technischen Kongress vorgegeben wurde. Und ich würde sagen, ist korrekt so. Jetzt also Caroline Lundahl, die Finnin, die Weltmeisterin im Reißen. Jetzt erstmal einen gültigen, damit sie ein Zweikampfresultat hat. Kann ja schon fast reichen mit ihrem Vorsprung, den sie hat, für den Zweikampf. Und hören Sie unseren finnischen Kollegen nebenan. Hören Sie den finnischen Kollegen und hören Sie das Publikum. Schon beim ersten Versuch über 120 Kilogramm. Was ist das für ein Zweikampfresultat, Ebs? 2,25, das ist erstmal die deutliche Führung. Ich glaube, eine Medaille ist es erstmal und da müssen die anderen sich schon ins Zeug legen, um sie noch zu überholen. Gut, und da er nach dem Wiegen gefragt wurde, 2 Stunden vorher, das heißt also, Marc Huster ist schon gewogen. Vielleicht hat er sich schon 2,5 Kilo Vorsprung erwogen. Ja,
kaksi tuhatta. Tilanteet vaihtuvat. Ranskan viinut Marie. Die Französin, Lynn Marie, die Französin, die auch nur, das hatte ich vorhin schon gesagt, den einen gültigen im Reißen hatte. 115 hat sie schon gestoßen, jetzt also 120. Oh, jetzt wird es schwer. Der Ausstoß. Gucken wir mal. Oh, oh, haben Sie gesehen, wie es die zusammengedrückt hat, wie es die durcheinander gewirbelt hat und dann rettet sie diesen Versuch noch. Ja, da war schon ein bisschen Glück dabei. Die Ellbogen waren fixiert, das ist im Gewichtheben wirklich mit das entscheidende Moment. In der Schulter hat sie etwas gewackelt, aber ich glaube, sie stand noch nicht so sicher. Okay, Kampfrichter haben es anders gesehen und die haben recht. Wir gucken mal auf die Füße bei der Slow Motion. Oh, ja. Ja, rettet sich rein. Zack, und jetzt, doch. Da kippt sie schon nach vorn. Ja, sie hat einen Moment gestanden, da haben zwei wahrscheinlich gefolgt. Eine hundertstel Sekunde, aber sagt er, ein Augenblick muss man stehen. Und das reicht schon, Maria Takas. Haben Sie diesen Umsatz gesehen? Mal gucken. Jetzt der Ausstoß aussieht und was sie jetzt mit der Hantel macht. Mal sehen, ob sie noch das Gleiche macht. Nein, sie schmeißt sie runter. Jetzt noch von den letzten Jahren hat sie sie wieder auf der Schulter abgesetzt und hat sie ganz langsam abgesetzt. Das war auch so ein bisschen das Markenzeichen der Maria Takas. Ja, aber jetzt braucht sie wahrscheinlich jede Kraft, weil dann auch für den dritten Versuch. Da spart man doch schon ein bisschen das Ungewöhnliche dieser Umsatztechnik. Ist, die Hantel muss deutlich höher gezogen werden. Allerdings sage ich jetzt mal, der Vorteil ist, sie spart die Kraft, die die anderen, die Hocke-Umsetzer brauchen, um aus der Hocke in die Standposition zu gelangen. Ich habe eine Anfrage bekommen aus Staffelstein, die ich allerdings nicht verstanden habe. Bitte schickt mir die doch nochmal. Dann antworten wir darauf drauf. Und wir gucken uns die Amerikanerin an. Cara Heath. 120 Kilogramm, ihr dritter Versuch. Wenn sie den schafft, dann 6 gültige Versuche. Das ist dann schon eine ordentliche Leistung. Jetzt die außergewöhnliche Ausschusstechnik. Und jetzt gucken wir uns das an. Zack und runter, ganz tief, und sie steht auf und macht einen tollen Wettkampf hier, die Amerikanerin. Man weiß nicht, ob sie eine Medaille gibt. Sie nickt und fragt, war das nun was oder was? Die Amerikanerin, sie 6 gültige Versuche, ist was Schönes, egal was am Ende dabei rauskommt. Warten wir doch mal ab, warten wir doch mal ab. Fünfte war sie nach dem Reißen. Ja, sie fängt erstmal die Monica Cario ab durch leichtes Körpergewicht, setzt sich vor die Beste der B-Gruppe und führt erstmal. Sie hat den Wettkampf beendet mit 217 Kilo und liegt derzeit erst einmal in Führung. Und Sie hören es am Applaus. Sie hören es, dass Caroline Lundahl, die Frau mit 2 I im Namen, kommt. Die Finnin, die auch schon 30 Jahre alt ist, die jetzt vielleicht hier ihren größten Erfolg in ihrer sportlichen Karriere erringen kann. Dazu braucht sie diesen Versuch vielleicht. Sie liegt im Zweikampf in Führung. 122,5 Kilogramm. Gucken Sie mal, wie die dasteht. Der möchte man so im Dunkeln nicht begegnen. Sehr breit die Fußstellung. Der zweite Versuch ist es ja erst. Hebt auch langsam ab und quält sich, und ich dachte schon, sie fällt runter. Und jetzt werden sie ein paar tausend Kehlen hier nach oben treiben. Langsamer Anstoß, aber trotzdem ein gültiger Versuch. Wir wollen sie hier nicht vorzeitig zur Weltmeisterin machen im Zweikampf. Aber das kann es schon fast gewesen sein. Tja, das war mit Sicherheit ein taktisch kluger Schachzug. Sie nimmt jede Steigerung mit, um ihren Vorsprung, den sie sich aus dem Reisen erarbeitet hat, zu sichern. Takas müsste jetzt schon 130 stoßen. Das ist eine Menge Holz. Die Französin, Lynn Marie. Und Sappas muss nur gleichziehen.
und hat noch zwei Versuche. Und ich sehe Striche oben bei der Frau aus Chinese Taipei und Striche bei der Frau aus Ungarn. Das heißt also, zwei haben aufgegeben. Kann man auch schon mal vermelden. Umgesetzt hat sie diese 122,5 Kilogramm. Der Ausstoß, leider nichts. Leider nichts für die Französin. Ja, ich glaube, die war mit den 120 sicherlich auch schon zufrieden im Stoßen. Mit 215 Kilo. Im Zweikampf schafft sie doch nicht die beste Leistung der. Sie schafft die Leistung, aber verliert durch höheres Körpergewicht gegen die Beste der Gruppe B. Wir gucken jetzt also auch so ein bisschen mit auf die B-Gruppe, denn Sie wissen es, es sind einige ausgestiegen hier und rutschen natürlich jetzt ein paar aus der B-Gruppe, die schon vorher war, also hier mit rein in die Gesamtwertung. Ich sagte es, Xu Fen Ku aus Chinese Taipei, dreimal ungültig im Reißen, Wettkampf aufgegeben, kommt gar nicht mehr zum Stoßen. Ilona Danko, die Ungarin, dreimal ungültig im Reißen, Wettkampf aufgegeben, will gar nicht mehr zum Stoßen kommen. Vielleicht auch verletzt, weiß man nicht. Und sie hier, die Chinesin, Xiao Yan Gao, dreimal ungültig im Reißen, 105 Kilogramm wollte sie da reißen. Nur wenige Kilo unter dem Weltrekord. Nichts da war es. Dadurch kein Zweikampfresultat mehr möglich. Dadurch will sie jetzt nur noch eine Einzelmedaille sich holen im Stoßen. 125 Kilogramm ihr Anfangsversuch. Und damit steigt also die Letzte hier in den Wettkampf ein. Und sie schafft es. Die Chinesin schafft es. Sie ist eine Gefahr für alle anderen in der Teildisziplin. Stoßen, da müssen wir sie jetzt zur Favoritin erklären. Aber im Zweikampf, wie gesagt, abgeschrieben. Weg vom Fenster. Ja, die 125 im Gegensatz zum Reisen bombensicher. Und man muss schon damit rechnen, dass sie sich die Goldmedaille im Stoßen sichern wird. So, jetzt bin ich gespannt. Aha. 125 Kilo. Das reicht noch nicht gegen Lündahl. Aber sie versucht sich wahrscheinlich erstmal ihre Zweikampfmedaille zu sichern. Sule Sabas aus der Türkei. Sie fängt sehr schnell an. Starke Beine. Guter Umsatz. Und jetzt der Ausstoß. Nichts da. Nichts da. Wie gesagt, es war noch nicht der Angriff auf die Finnin. Auf Lundahl. Offensichtlich wussten die Trainer um die Probleme im Ausstoß und haben sich gesagt, erstmal die 125 und haben recht behalten. Es liegt so eine kleine Sensation in der Luft. Es gab ja schon die Sensation, das kann man ruhig so sagen, dass Lundahl hier das Reißen gewinnt. Wird sie auch Weltmeisterin im Zweikampf? Jetzt kommt Maria Takasch. 125 Kilogramm im dritten Versuch. Reicht das? Das reicht nicht. Also es reicht erstmal fürs Stoßen, um kurzzeitig die Führung, um die Führung im Stoßen zu übernehmen, aber um die Führung im Zweikampf zu übernehmen, dafür reicht es nicht. Gucken Sie wieder. Nee. Und es reicht schon gar nicht, um die Last auf die Schulter zu bekommen. Maria Takasch heute ungewöhnlich, sag ich mal, nicht so kämpferisch, wie man sie sonst kennt. Aber man weiß ja nie so richtig, was losgeht, was los ist. Jetzt will sie es sicher machen mit ihrem dritten Versuch. Aber sie ist schon die Führende. Und wer kann sie denn überhaupt noch gefährden? Naja, ungewöhnlich hohe Resultate vielleicht noch von einer Sule Sabas. Ja, wenn Carolina jetzt die Last noch stößt, dann brennt nichts mehr an. Also, Caroline Lündahl. Sie ist die Führende. Vielleicht ist sie ja schon Weltmeisterin. Wir wissen es nicht. Hiermit würde sie ihre Führung im Zweikampf ausbauen. Ja.
Die Führung im Stoßen würde sie nicht übernehmen, wegen des Körpergewichts. Aber warten wir erstmal ab. Oh, das geht schon schwer los. Und wieder kämpft sie. Wieder kämpft sie da, wo andere schon losgelassen hätten. Und wieder macht sie einen gültigen Versuch. Und sie strahlt und sie freut sich. Und sie würde am liebsten so stehen bleiben, damit auch der Letzte noch sein Foto macht. Caroline Lundahl. Offiziell ist sie es noch nicht. Aber inoffiziell können wir sie eigentlich schon zur Weltmeisterin erklären. Ja, Sappas müsste jetzt auf 130 Kilo steigern und hatte schon Probleme bei 125. Ich glaube nicht daran. Da sitzt die Chinesin, die maximal sich noch das Gold im Stoßen holen kann. Das will bestimmt auch Caroline Lundahl gar nicht mehr, weil sie sich sagt, was soll ich denn damit? Ich habe ja Gold im Reißen, ich habe ja Gold vielleicht im Zweikampf. Wie kann die kämpfen? Wie kann die kämpfen? Fantastisch. Und Ron hat es vorhin schon gesagt, manch einer hätte beim Umsatz schon die Hantel fallen gelassen. Da wird gekämpft bis zum Letzten. Und dann ist sie sich eigentlich sicher im Ausstoß. Da wird sie wahrscheinlich große Reserven haben. Und sie ist Weltmeisterin. Und sie ist Weltmeisterin. Jawohl. Sie ist Weltmeisterin. Denn Sule Sabbas, die Türkin, geht nur an 125 Kilogramm ran. Ich glaube, bei 130 hätte sie noch eine Zurückung gemacht. Das wird schon schwer jetzt. Nein, nein, keine Chance. Leider nichts. Glückwunsch nach Finnland. Das stand, wie gesagt, schon vorher fest. Die Finnin gewinnt hier. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, ja. Da hat sie selber nicht dran geglaubt. Eine strahlende Finnin, die sich die freuen kann. Die Weltmeisterin im Reißen, die Weltmeisterin im Zweikampf. Jetzt kommt die Chinesin. Jetzt kommt die Chinesin und geht an 127,5 Kilogramm ran. Und steht der Weltrekord wirklich bei 140 Kilo? Ja, ja, Weltrekord Standard. Das ist schon eine Menge Holz. Das ist der Standard. Der Standard ist gesetzt bei 140 Kilogramm. Also weit, weit, weit weg davon. Die Chinesin. Da ist sie stark. Wenigstens diese Medaille will sie mitnehmen. Und diese Medaille nimmt sie auch mit. Diese Medaille nimmt sie auch mit. Zweiten Versuch, 127,5 Kilogramm. Sie ist also die Goldmedaillengewinnerin im Stoßen. Was auch immer jetzt im dritten Versuch passiert, was soll da passieren? Sie kann doch aufhören. Eigentlich ja. Denn ich glaube nicht, dass sie um 10,5 Kilogramm steigert, um den Weltrekord zu nehmen. Wer weiß, vielleicht gibt es ja in China noch eine Prämie für den Weltrekord, aber das wäre natürlich wirklich viel. Das wäre im Bereich der Steigerung von Superschwergewichtlern bei den Herren 10 Kilo, was die manchmal machen. Ja, ich glaube nicht, dass das versucht wird. Das ist meiner Ansicht nach utopisch. Sie wird jetzt hier versuchen, nochmal 130 Kilo zu stoßen, die auch erstmal aufgelegt werden. Oh, schöne Bilder. Und, tja, connecting people kann man da nur sagen. Im Lande von Nokia und anderen Funktelefonen telefoniert sie mit ihm dort im Publikum. Ich glaube es nicht. Sicherlich mit zu Hause. Und sie sagt gerade an, was sie alles geschafft hat. Ich glaube, es tut den Weltmeisterschaften hier in Finnland sehr gut, dass eine Finnin hier so hervorragend abgeschnitten hat. Unsere englischen Kollegen haben ja die Anfrage bekommen, warum... Sie will dem Publikum noch was zeigen mit diesen 130 Kilogramm, die Chinesin. Warum wurden die Weltmeisterschaften hier nach Finnland vergeben, wo die doch gar keine Gewichtheber haben? Was heißt denn gar keine Gewichtheber? Caroline Lundahl ist Weltmeisterin. Aber das ist nun mal so, man bewirbt sich um eine WM, man kriegt sich vielleicht. Wie beispielsweise Nauru, diese ganz kleine Insel, die sie 2001 ausrichten wird. 130 Kilogramm, der dritte Versuch, nur noch einmal
zur Bestätigung der eigenen vorbereiteten Leistung. Denn Gold hat sie schon im Stoßen. Zweikampfresultat wird sie auch dadurch nicht bekommen, denn sie ist geplatzt. Sie hat kein Resultat im Reißen. Und sie stößt diese 130 Kilogramm. Das bekommt wenigstens noch einmal einen Applaus hier mit. Die hätte natürlich hier der Caroline Lundahl ganz schön die Hölle heiß gemacht, wenn sie beim Reißen dabei gewesen wäre. Dann hätte es vielleicht nicht diesen finnischen Erfolg gegeben. Aber so ist das Leben, so ist Gewicht eben, so ist der Sport überhaupt. Auf Favoriten stürzen. Denken wir nur an einen Pyrrhos Dimash, der auch schon mal 94 bei der Weltmeisterschaft im Stoßen geplatzt ist, kein Resultat geschafft hat. Und mit Dimash, das ist schon das Stichwort, kündige ich jetzt den Wettkampf von heute Abend an. Kategorie bis 85 Kilogramm werden Sie sicherlich gleich auch nochmal in der Grafik sehen. Das große Duell, das Duell Pyrrhos Dimash gegen Marc Huster. Aus dem Zweikampf kann vielleicht ein 5- oder ein 6-Kampf werden. Denn etliche andere haben aufgeschlossen zu den Leistungen der beiden überragenden Gewichtheber dieser Kategorie der letzten Jahre. Und wir werden auch bestimmt die Dimash-Show und die Huster-Show sehen, wenn der Wettkampf denn so verlaufen wird, wie die beiden sich das wünschen. Jetzt aber genug der Werbung für diesen Wettkampf. Gleich sehen wir die Siegerehrung. Ich sag's nochmal für alle, die jetzt vielleicht erst zugeschaltet haben im Reißen. Da gab es Ausfälle. Drei Stück, drei Favoritinnen. Ilona Danko geplatzt. Xiaowang Gao, die Chinesin, geplatzt. Shufen Ku aus Taipei geplatzt. Kein gültiges Resultat, nur ungültige Versuche. Und damit war der Weg frei für Caroline Lundahl. War der Weg frei für die Finnin, die sich die Goldmedaille holt. Nicht im Stoßen. Da war die Chinesin dann wieder da. Da hat sie gezeigt, dass sie die stärkste Frau der Welt in dieser Gewichtskategorie ist. Wer die stärkste Frau der Welt überhaupt ist, zurzeit, das werden wir am Sonntag sehen. Mit deutscher Beteiligung, mit einer Europameisterin, mit Monique Riesterer. Aber das wird schwer für sie, denn auch da sind die Asiatinnen dabei. Und Monique hat ja schon bei den letzten Malen immer so ein bisschen Pech gehabt, wenn es bei Weltmeisterschaften um die Medaillen ging. Ja, ja, das war bis jetzt schon immer das große Handicap, aber mal sehen. Der Wettkampf ist zu Ende, wenn alle gehoben haben und dann werden die Erbsen gezählt. Sie wird kämpfen und wir werden sehen, wie sie am Ende abschneiden kann. Ich habe gerade mal unsere aktuellen E-Mails gelesen. Wo kann man Glückwünsche an die deutschen Athleten schicken? Na, erstmal müssen sie was machen, die Deutschen. Dann denken wir an die Glückwünsche. Aber während der Wettkämpfe, während der Live-Übertragungen ist immer unser Fax hier geschaltet. Keine Angst, wir geben das alles weiter. Hier sehen Sie in der Regel danach die Jungs und Mädchen. Gucken Sie mal, wie die strahlt, die Lundahl, die Finnin. Und gucken Sie mal, was für ein versteinertes Gesicht die Chinesin hat. Da kommt sie und holt sich ihren Zweikampftitel, ihren Pokal, ihre Medaille und ihr Zweikampfgold ab. Caroline Lundahl. Ihr Resultat, 105 Kilogramm im Reißen, 125 Kilogramm im Stoßen, Silber damit in der Teildisziplin im Stoßen, 230 Kilogramm im Zweikampf und Gold. Silber für sie, für die Türkin, für Sule Sabas. Sule Sabas, 220 Zweikampfkilo. Und Maria Takas bekommt sogar noch Bronze, obwohl sie nur insgesamt zwei gültige Versuche hatte. Da sehen wir es noch einmal. Und wir warten auf die Nationalhymne von Finnland für die Weltmeisterin, für Caroline Lundahl.
So müssen Nationalhymnen sein, kurz und schnell, damit wieder gefeiert werden kann. Damit gefeiert werden kann hier in dieser Halle von den vielen Finnen. Und wir gucken uns noch mal ein paar Highlight-Bilder an. Eine Minute haben wir noch, bekommen wir aus Paris gesagt. Denken Sie dran, heute Abend. Einer Stunde ungefähr, da geht's los. Der große Kampf. Kategorie bis 85 Kilogramm, die völlig offen ist. Gucken Sie mal, wo sie jetzt die Hantel hinlegt, ganz knapp auf die Kante. Wenn sie außerhalb der Plattform aufgekommen wäre, wäre der Versuch ungültig gewesen. Also heute Abend die Kategorie bis 85 Kilogramm mit Marc Huster, dem Dresdner, der für Riesa startet, mit Pyros Dimash, mit Gardejew, dem Bulgaren, mit Kofalik, dem Polen, mit